Fangen wir mal mit dem Problem hier an. Wir gucken uns jetzt zwei Varianten des Halteproblems an. Als erstes das sogenannte Nullhalteproblem. Und zwar ist das die Entscheidbarkeit der folgenden Sprache. Das ist die Menge aller Turing-Maschinen. Ja, hier auch wieder gegeben als eine natürliche Zahl n. Wenn wir eine natürliche Zahl n als Turing-Maschine annehmen, bedeutet das immer, wir nehmen die Turing-Maschine mit dieser entsprechenden Gödelzahl. Ja, also die Turing-Maschinen mit der Gödelzahl n, die genau bei der Eingabe der Null anhalten. Ja, eben hatten wir, das erste Problem war, die Turing-Maschine hält bei der Eingabe der eigenen Gödelzahl. Jetzt gucken wir uns ein Problem an, Turing-Maschinen, die mit einer Eingabe Null halten. Und hier wenden wir jetzt dieses Reduktionsprinzip an. Was wir zeigen werden, ist, dass K, also dass das spezielle Halteproblem, auf dieses Nullhalteproblem reduzierbar ist. Ja, und wenn das der Fall ist, dann können wir aus der Unentscheidbarkeit von K auch die Unentscheidbarkeit von H0 schließen. Und das Gleiche machen wir dann im nächsten Schritt mit dem allgemeinen Halteproblem, wo wir aus der Unentscheidbarkeit hier dieses Nullhalteproblems dann das allgemeine Halteproblem als unentscheidbar charakterisieren können. Okay, das heißt, um das zu tun, müssen wir uns jetzt eine Funktion überlegen, wie wir die Eingabe für das K in eine Eingabe für das H0 umwandeln können. Das heißt, es gibt eine berechenbare Funktion mit, wenn I Element aus K ist, das ist genau dann der Fall, wenn F I Element aus H0 ist, ja, für alle I. Ja, und da basteln wir uns jetzt wieder was. Zu jeder natürlichen Zahl i können wir eine Turing-Maschine konstruieren, die das i auf das Band schreibt. Also zu jedem, die nenne ich jetzt mal a und ein i, das ist sozusagen wie so eine Konstante, die schreibt einfach, die startet mit einem leeren Band und schreibt quasi diesen i auf das Band drauf. Existiert eine Turing-Maschine a und ein i, die beginnend mit dem leeren Band die Zahl i auf das Band schreibt. Das heißt, was die macht, die geht von der Startkonfiguration, ja, irgendwie das leere Band, rechnet die los und macht das, beziehungsweise, wir haben das ja immer ein bisschen anders formuliert, ja, die schreibt einfach i Striche auf das Band. So, dann hatten wir hatten eine Turing-Maschine gebaut, es sei m und ein k, die Turing-Maschine, welche die Sprache K akzeptiert. Ja, wir hatten gezeigt, K ist nicht entscheidbar, aber es ist akzeptierbar. Ja, das war eine Anwendung mehr oder weniger der universellen Turing-Maschine, dieses MK. Die gibt es. So, und jetzt gucken wir uns wie verhält sich jetzt die folgende Turing-Maschine, indem wir nämlich diese beiden Maschinen auch wieder hintereinander schalten, genauso wie wir das eben auch gemacht haben. Wie verhält sich die Maschine, die nenne ich jetzt mal M und ein J, und zwar ist das die Turing-Maschine, die wendet erst das A und ein I an und dann wendet sie das MK an. So, wenn wir mit dem leeren Band starten, ja, dann nimmt hier zuerst diese Turing-Maschine A und ein I die Arbeit auf. Die schreibt einfach ein I aufs Band. Ja, das ist jetzt die Eingabe für die zweite Maschine, das M und ein K. So, und was macht die? MK hält bei Eingabe I genau dann, wenn I Element K ist. Das heißt, wenn I die Gödelzahl einer Turing-Maschine ist, die bei ihrer eigenen Gödelzahl als Eingabe anhält. Jetzt konstruieren wir diese berechenbare Funktion, weil die brauchen wir. Nun erklären wir f wie folgt. F von I ist gerade, das ist die Gödelzahl der Turing-Maschine, wo wir sozusagen mit AI anfangen und dann mit MK weitermachen. Ja, das ist ja eine Turing-Maschine, die haben wir uns ja eben oben angeguckt. Ja, und das gibt es ja für jedes I. Ja, für jede Zahl I gibt es diese Maschine AI. Das ist ja wie so eine konstante Maschine, die für ein I eine feste Zahl aufs Band schreibt. Dieses MK selbst ist unabhängig von diesem Parameter I.
Ja, das ist ja die Maschine, die die Sprache K akzeptiert. Also erstmal müssen wir überlegen, ist f eine berechenbare Funktion? Wir haben Algorithmus angegeben, mit dessen Hilfe wir die Gödelzahl bestimmen können. Ja, der einzig variable Anteil ist quasi hier, der steckt in diesem i drin, ja, aber das ist irgendwie eine ganz einfache Maschine. Da schreiben wir i mal einen Strich aufs Band, also das kriegen wir hin. Ja. So, und was gilt jetzt? Ich brauche noch eine Abkürzung hier, und zwar nenne ich diese Turing-Maschine, die wir da konstruieren, die habe ich hier oben ja mit MJ bezeichnet. Ja? Jetzt kommen wieder drei Sachen auf einmal. Ich hatte beim letzten Mal, hatte ich ganz kurz was gesagt zur Abzählbarkeit der Turing-Maschinen. Ja, wir haben die Turing-Maschinen abgezählt, letztendlich über ihre Gödelzahlen. Ja, darum können wir jetzt sozusagen dieses MJ auch mit ihrer Gödelzahl identifizieren. Ja, das tun wir sozusagen hier, indem wir hier sagen, so dieses MJ oder dieses J hier, das ist gerade die Gödelzahl dieser Turing-Maschine hier oben. Ja, darum schreibe ich das jetzt mal so hin, bezeichne diese Gödelzahl AIMK einfach als J. So, und damit kann ich das jetzt wie folgt formulieren. FI, das ist gerade J. So, und das ist in H0. So, genau dann, wenn, und jetzt leiten wir ab, dass wir irgendwie eine Aussage über die Sprache K erhalten. So, was ist das? Was heißt das? Das ist genau dann, also diese Zahl J ist genau dann in H0. Gucken wir uns H0 nochmal an. So, das sind alle die Turing-Maschinen, die bei Eingabe 0 halten. Das heißt, in diesem Fall heißt das, dass die Maschine MJ, ja, dieses J hier, das ist die Turing-Maschine MJ, das ist gerade A und ein I MK, hält bei Eingabe 0, also mit leerem Band. So, was heißt das? Jetzt pflücken wir die quasi auseinander. Die hält ja nur dann an, ja, wenn die Maschine MK, wenn die bei Eingabe I anhält. Ja, denn dieses AI hält immer an. Ja, das liefert uns sozusagen nur einen anderen Bandinhalt. Ja, und diesen Bandinhalt, den steckt man in MK rein. Ja, und wenn die anhält hier, die gesamte Maschine, dann muss das bedeuten, dass diese Maschine MK mit der Eingabe I, ja, das ist ja die Eingabe, die hier uns AI generiert hat, wenn MK bei Eingabe I anhält. So, und MK ist die Maschine, die die Sprache K akzeptiert. Das heißt, wenn das der Fall ist, wenn MK bei I anhält, dann muss gelten, I ist Element von K. So, und damit haben wir jetzt genau diesen Nachweis geführt, dass wir K auf H0 reduziert haben, das heißt, K ist kleiner H0 in dieser Begrifflichkeit. So, und jetzt können wir dieses Lemma von eben anwenden. Ja. Wir wissen, das haben wir beim letzten Mal gezeigt, die Sprache K ist unentscheidbar. Wir haben das auf H0 reduziert, ja, aufgrund dieser Konstruktion, dieser berechenbaren Funktion, dieser speziellen Turing-Maschine, die wir uns da eben gebaut haben, ja, und haben gezeigt, f von i ist Element H0, genau dann, wenn i in k ist. Ja, und damit heißt das, aus Lemma 8, 5, 5 folgt nun, dass auch H0 unentscheidbar ist. Thank you.